Beyond Katilatu, Klatsche von Oliver Pocher. Taucht er im Let's Dance Studio auf? Schon wieder Ärger. Oliver Pocher schießt erneut gegen seinen Erzfeind Beyond Katilatu. Oliver Pocher, 46, kann es einfach nicht lassen. Seit Monaten schimpft er über Amiras angebliche Affäre Beyond Katilatu, 39. Er hat sogar die Parodie Dalai Karma ins Leben gerufen. Jetzt tanzt Beyond bei Let's Dance und Pocher kann sich natürlich einen fiesen Kommentar nicht verkneifen. Oliver Pocher, Beyond wäre ohne mich nicht bei Let's Dance. Beyond und seine Tanzpartnerin Martha Arndt, 34, haben die ganze Woche fleißig trainiert, um in der Live-Show zu überzeugen. Doch von einem gibt es garantiert keinen Applaus, Olli. Ehrlich gesagt wäre Beyond ohne mich nicht bei Let's Dance, ätzt er jetzt im Interview mit Bunte. Ich habe ihn dadurch, dass ich mich darüber lustig gemacht habe, ja auch auf den Radar gebracht. Autsch. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Der Autor wurde nämlich schon 2023 für die Tanzshow angefragt. Damals lehnte er noch ab. Ich bin ein Gefühlsmensch. Im letzten Jahr, als ich mit dem Sender im Gespräch war, hatte ich kein gutes Bauchgefühl für eine Teilnahme meinerseits, erklärt er im Interview mit Watson. Ich habe einen Grundsatz: Wenn das Herz nicht hüpft und ich nicht ja schreie, dann sage ich direkt nein. Da war es so. 2024 hat gut angefangen, Türen sind aufgegangen und ich dachte mir, es wäre schön, doch mitzumachen. Es war schon lange ein großer Traum von mir. Vielleicht auch eine gute Möglichkeit, sein Image nach den ganzen Schlagzeilen wieder reinzuwaschen. Beyond wird natürlich in die Charmoffensive gehen und versuchen, das Bestmögliche rauszuholen, glaubt Olli. Für mich ist das vom Storytelling her perfekt, der Dalai Karma kann jetzt anfangen zu tanzen. Und man ist sehr nervös, dass ich am Ende auch bei Let's Dance auftauche.